Hallo Leute, nachdem ich knappe 3 Wochen eigentlich jetzt eine gezwungene Upload-Pause hinter mir habe, da ich umgezogen bin, können wir jetzt endlich Kingdom New Lands fertig spielen. Zumindest mal die erste Insel werden wir heute hoffentlich hinter uns bringen. Nur, da es jetzt schon wirklich, wirklich lang her ist, muss ich erstmal eine Übersicht darüber kriegen, was hier alles los ist. Okay, wir haben unser Schiff. Das ist auf dem Weg zum Dock. Das ist perfekt. Das, habe ich inzwischen herausgefunden, ist einfach der Ort, an den der Händler geht, bevor er zurückkommt und euch Geld bringt. Das heißt, es kann gut sein, dass das normalerweise weiter entfernt wäre von euch. Und vielleicht habe ich einfach nur das gigantische Glück, dass es bei mir so nah war. Da bin ich mir ehrlich gesagt nicht sicher. Du bist eine menschliche Bank. Du storst jede Menge Münzen und gibst mir Zinsen drauf. Bis zu einem Maximum von, ich glaube, 7 oder 8 Münzen pro Tag. Irgendwas dementsprechendes stand in einem von den Steam Guides. Aber ich weiß ehrlich gesagt nicht, woher die diese Zahlen haben. Ich gebe die nur blind wieder. So, was mit allen euch? Oh, shit. Okay. Das ist ein bisschen zu viel. Außerdem, dieses riesige... wow. Das war echt viel Geld. Dieses riesige Portal auf der linken Seite, das eben nicht nur ein normal rumstehendes Portal ist, sondern so in die Felswand gehauen ist, das kann man eigentlich auf Dauer nicht zerstören. Das kommt immer wieder. Es wird sich jetzt in den nächsten 3 bis 5 Tagen wieder aufbauen und dann werden ganz normal Riesenwellen draus spawnen. Aber in 3 bis 5 Tagen sind wir hoffentlich gar nicht mehr wieder hier, sondern sind schon lang auf dem Weg zur zweiten Insel. Die Frage ist jetzt nur, kann ich meine Leute mitnehmen? Kann ich mein Geld mitnehmen? Und wenn ja, wie? Also ihr seid hier alle versammelt. Ich habe auch auf dieser Seite scheinbar 2 Knights angeheuert, aus mir nicht bekannten Gründen. Ah ja, weil ich Angst hatte, dass jetzt vielleicht von rechts die Attacks kommen, nachdem wir links das Portal zerstört haben. Das sollte aber nicht so sein, nach allem, was ich herausgefunden habe. Was die Frage aufwirft, ob man jetzt in Zukunft, weil ich nehme an, wir werden jetzt nach wie vor von Insel zu Insel zu Insel fahren, bedeutet das dann, man hat jetzt in Zukunft immer auf einer Seite keine Portale und damit keine Gegner, weil das würde das Ganze ziemlich easy machen. Die Frage ist auch, ob irgendwie man in der Lage wäre, mehreren Bauarbeitern den Auftrag zu geben, dieses Schiff zu schieben. Oh, und noch eine Sache. Das, was ich mehr oder weniger durch Zufall im letzten oder vorletzten Video herausgefunden habe, nämlich, dass man Knights mehrere Münzen geben kann und dann verlieren sie, wenn sie attacked werden, jedes Mal nur eine Münze und sie nehmen quasi erst Schaden, wenn sie keine Münzen mehr haben. Es ist toll, dass ich das jetzt herausgefunden habe, aber das ist mehr oder weniger die High-Level-Taktik, die Leute schon seit Monaten benutzen, auch schon im normalen Kingdom, um überhaupt die späteren großen Wellen an Monstern zu überleben. Also das ist eine ganz normale Taktik und die soll auch so funktionieren, wie sie funktioniert. Ihr gebt euren Knights Münzen. Sie nehmen nur eine gewisse Menge an Münzen ab, dann spucken sie sie eh wieder aus. Aber jede dieser Münzen ist quasi ein Treffer, den sie einstecken können. Das sollten wir uns auf jeden Fall für die Zukunft merken. Sind auf meinem Schiff eigentlich auch Knights? Können da überhaupt Knights rauf? Das sind alles Fragen, die sehr, sehr interessant sind und ich habe keine Ahnung, wie wir sie beantworten werden. Also, da schieben sowieso 2 Leute das Boot schon. Okay. Gut. Was diese Dinger machen, bin ich mir noch immer nicht sicher. Alles, was ich dazu gelesen habe, es gäbe sicher was dazu zu finden im Internet, aber ich wollte mich selbst nicht spoilern. Alles, was ich gesehen habe, ist, dass es scheinbar auf jeder Insel sowas gibt, was man einsammeln kann. Was das dann freischaltet, davon lassen wir uns einfach mal überraschen. So, was ist, wenn ich jetzt zum Beispiel einfach euch hier losschicke? Finden wir das mal raus. Außerdem geben wir dir mal so viele Münzen, bis du keine mehr magst. Okay, du zahlst mich wohl. Oh, du legst es da hinten ab. Interessant.
Ich nehme an, das zeigt mehr oder weniger, wie viele Zinsen ich bekomme. Die Höhe des Geldstapels da hinten. Das ist äußerst interessant. So, und auch noch sehr interessant ist, kriege ich euch alle von der linken Seite hier irgendwie weg oder bleibt sie einfach alle zurück? Muss man schauen, was passiert, wenn das Boot schlussendlich andockt. Aber es ist auf jeden Fall wichtig festzuhalten. Ich nehme an, ich mache euch allen mal zu Jägern. Es ist wichtig festzuhalten, dass das Boot elendlich lang braucht. Jetzt im Moment ist das kein Problem, weil das Portal zur linken Seite weg ist. Aber für spätere Inseln müssen wir das im Hinterkopf behalten, dass das Boot sicher seine 3 bis 4 Tage durchgehende Reise braucht, um überhaupt an die andere Seite der Insel zu kommen. Kann natürlich sein, dass man es nicht immer bis an den Rand einer Insel bringen muss, aber ich würde jetzt mal einfach davon ausgehen. Das macht einfach am meisten Sinn. Und vermutlich wären auf späteren Inseln, das ist ein Gedanke, der mir jetzt gerade gekommen ist, vielleicht hat man schon auf einer Seite... Oh hey, Achievement. 20. Tag. Vielleicht hat man schon auf einer Seite von Anfang an den Bootssteg, das kann sehr gut sein, weil vielleicht sind einfach mehrere kleine Portale dazwischen und das wäre ja auch schon genug Hindernis. So. Oh, ihr bewacht das Schiff. Oh, und außerdem wird es scheinbar Winter, wo ich mir nicht ganz sicher bin, was das für Auswirkungen haben wird. Okay, aber das ist ziemlich cool. Also ihr bleibt auf derselben Höhe wie das Schiff und ich gebe jetzt einfach mal dir so viele Münzen, wie du nehmen willst. Okay, scheinbar hast du schon so viele Münzen, wie du nehmen willst. Gut, soll sein. Sicher? Sicher, okay. Okay, das ist nice zu wissen. Also, sobald man sie in eine Richtung schickt... Die Frage ist, was wäre, wenn auf dieser Seite noch ein Portal wäre? Würdet sie dann angreifen? Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich hätte Schiff bewachen Priorität. Das ist interessant zu wissen. Okay, andere Frage ist auch, wenn hier jetzt der Winter ausbricht und wir auf die nächste Insel weiterfahren, ist dann dort auch Winter? Weil ich würde mal annehmen, Winter bedeutet entweder weniger Tiere oder langsameres Farmen. Vielleicht bedeutet es auch gar nichts, vielleicht ist es auch einfach nur ein visueller Gag, aber ich gehe mal davon aus, Spiele wie Don't Starve haben mich gelehrt, dass Winter generell absolut vernichtend ist. Obwohl, der Winter in Don't Starve ist auch super hart. Also, selbst für Roguelike-Verhältnisse oder wie auch immer man diese Spiele bezeichnen will, der Don't Starve Winter ist harter, harter Tobak. So, und was passiert jetzt hier, wenn dieses Schiff anlegt? Ich will mal lieber nicht ganz am Rand stehen, weil vielleicht werde ich dann automatisch auf die nächste Insel gezoomt und das wäre kacke. Ich nehme an, ich muss mal wieder was bezahlen, eine Ablegegebühr, bevor wir hier dann tatsächlich in See stechen. Aber nur um sicher zu gehen, nur damit das nicht einfach automatisch geht. Oh. Okay, cool. Okay, 10 Münzen muss ich bezahlen, um weiter zu ziehen. Das ist nice. Okay, 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 okay. Gut, und wie kriege ich jetzt den Rest meiner Leute auf dieses Schiff? Ist gut möglich, dass ich natürlich so Leute wie den Verwalter und den Händler nicht mitnehmen. Vielleicht spawnen die einfach auf jeder Insel neu. Das heißt, ich nehme an, auch mein zusammengekratztes Erspartes werde ich wohl nicht einfach so mitnehmen können. Aber schauen wir mal, was es hier gibt. Erstens mal heuern wir mal nach wie vor kräftig alle Leute an, die wir finden. Und du kriegst eine Münze, und du kriegst eine Münze. Und von mir aus kriegst du auch eine Münze dafür, dass du wieder losziehst. So. Angenommen, ich zahle euch jetzt nochmal 4. Dann geht wieder ein 5er-Trupp los. Okay. Nice.
Nice, nice, nice. Jetzt kann ich natürlich auf der rechten Seite keine Ritter mehr ausheben. Wohin seid ihr auf dem Weg? Gar nirgendwo hin. Ihr dreht es wieder um. Okay. Ich meine, euch hätte ich vermutlich... Oh, da war schon wieder ein Angriff. Ja? Also das Portal scheint schon wieder respawned zu haben. Gut, ja, dann finden wir mal raus, was passiert, wenn ich euch jetzt hier losschicke. Was ich scheinbar gerade nicht kann. Fangen wir mal an, diesen Knights so viel Geld zu geben, wie sie tragen wollen. Wow, was für eine massive Geldverschwendung. Okay, dann geben wir dir mal alles Geld der Welt. Okay. Wow, da kann man echt viel Geld reinpumpen scheinbar. Faszinierend. Okay, ich hoffe, das war kein gigantischer Fehler. Aber wir sollten in der Lage sein, uns das meiste davon wiederzuholen. Gut, aber den Rest der Leute scheine ich irgendwie nicht mehr hier rüber zu kriegen. So, wir werden jetzt wie gesagt euch nochmal losschicken. Okay, aber sie gehen nach links los. Okay. Ja. Gut, also ich gehe mal davon aus, dass ich diese Leute nicht mitnehmen kann. Selbes gilt vermutlich auch für die Katapulte und für die ganzen Farmer. Werkzeuge würden wir wohl nicht mitnehmen können. Ja, ich glaube... Ich glaube, besser wird es nicht, ehrlich gesagt. Oh, ich dachte, du schließt dich ab einer gewissen Anzahl von Geldern, aber ich glaube, du schließt dich einfach ein, wenn es Nacht wird. Ich glaube, tagsüber kann ich dir so viel Geld geben, wie ich will. Na gut, hören wir mal auf mit dem, für den Fall, dass das ganze Geld verloren ist. Oh, ihr habt alle kein Geld, weil ihr nicht jagen könnt. Natürlich. Okay, das heißt, wir laden jetzt noch einmal unsere Geldvorräte auf. Und dann ignorieren wir alles, was hier auf der linken Seite passiert. Wir überlassen diese Insel ihrem Schicksal und verpissen uns. Danke sehr. Passt. Kann nicht sein, dass kein Gras nachwächst. Das war auch ein ziemlicher Scheißeffekt. Okay, also die Bäume haben zumindest all ihr Laubwerk, Blattwerk, wie auch immer, verloren. Was ziemlich fucking creepy ausschaut mit einem Mal. Aber okay. Hi, unglaublich laute Eule, die ich sicher von Hand runterdrehen muss im Audiomischer. Du bist laut und nervig. So. Und ohne zu wissen, was mit unserem Expeditionsheer auf der linken Seite passiert ist, werden wir jetzt einfach mal in See stechen. Also das Einzige, was ich jetzt offensichtlich noch sehe, was man vielleicht hätte optimieren können, wäre mehr Baumeister auszubilden. Damit dann mehr Baumeister das Schiff schieben, weil die Baumeister, die das Schiff schieben, sind die einzigen, die scheinbar auch tatsächlich an Bord gehen.
Yay, noch drei mitgenommen. Okay, 23 Tage. The crown is safe. Sehen wir irgendwas oder können wir einfach continuen? Hört nicht so aus. Oh, ist das die Karte? Ist dieses Kartenteil, das wir gesammelt haben, gerade zu einer Bogenschützenstatue geworden? Das wäre natürlich sehr, sehr nützlich. Ja, natürlich, wieso nicht? Solche Sachen könnte man natürlich über Boni freischalten. Oh, hi. Das ging schnell. Gut, also ich habe hier scheinbar alle meine Leute mit. Der Händler ist schon wieder lächerlich nah bei mir gespawnt. Ich habe meine Baumeister mit. Ich habe hier einen Geist, der... mir zeigt, in welche Richtung das neue Lager ist. Okay, ja gut, das habe ich auch allein gefunden. Es scheint nicht mehr Winter zu sein. Also das wurde offenbar resettet. Na gut, und dann fangen wir wohl an mit den ganz normalen Basis-Basics. Du magst mir scheinbar kein Geld geben, okay. So. Dann bauen wir mal ein bisschen weiter draußen. Okay, den muss ich wohl umhacken, damit ich das bekomme. Wir wollen mal hier eine Mauer und einen Turm und dann auf der anderen Seite genauso. Wir wollen das Äußere von den beiden. Ich nehme an, wir haben recht viele Jäger mit. Ich nehme an, ich will mal zunächst zwei Baumeister, bevor wir irgendwas anderes machen. So, und hier drüben will ich genauso... Wieso kann ich das nicht machen? Wieso kann ich nur die bauen? Aus welchem verrückten Grund ist das? Ich meine, das muss doch abstandsmäßig gehen, oder? Sehr, sehr seltsam. Schauen wir mal, was passiert, wenn wir hier diesen Baum gefällt haben. Okay, hier kann... Aber das kann ich auch nicht. Wieso kann ich keine Mauern bauen? Was willst du von mir? Okay, fuck you. Dann bauen wir halt hier Mauern und einen Turm auf jeder Seite. Dann engen wir uns halt super ein. Gratulation, Spiel. Ich hoffe, du bist glücklich. So, und dann werden wir jetzt zum Ende dieses Videos noch eine kurze Runde exploren gehen. Oh shit, es wird schon dunkel, vielleicht gehen wir nicht mehr exploren. Hier scheint schon wieder ein Steg zu kommen, aber das muss nichts heißen. So, hier könnte ich schon wieder 10 Münzen ausgeben, um dieses Schiff wieder in Gang zu bringen. So, hier haben wir mal Basic Palisaden und Basic Türme. Du magst mir dein Geld scheinbar auch nicht geben. Okay, dann halt nicht. Okay, und dann scheinen wir wieder ganz normal von vorne anzufangen. Nur, dass es jetzt... Ich weiß nicht, ob es vielleicht auf dieser Insel jetzt schon einen Bogenschützenposten gibt. Das könnte sein. Oder ob wir ihn quasi für den nächsten... Playthrough durchgespielt? Das kann ich mir fast nicht vorstellen, aber wenn möglich wäre es. Legen wir mal zwei Bögen auf Vorrat. Okay, und dann warten wir noch diese erste Nacht ab und dann werden wir das wohl beenden. Sehen wir auch gleich, von welcher Seite die Gegner kommen. Okay, mal für diese Nacht kommen sie von links. Heißt natürlich nichts. Können auch abwechselnd kommen, was sie normalerweise tun. Okay, aber sonst scheint alles ruhig zu sein. Perfekt. Das heißt, wir haben natürlich jetzt einen extrem geboosteten Start. Wir fangen auch schon mit zwei Rittern an. Das ist natürlich ein Riesenvorteil. Aber gleichzeitig ist vermutlich auch die Map wesentlich, wesentlich schwerer. Und ich glaube, das Ausbauen wäre jetzt schon mal ein riesiger Fehler, weil wir erstmal checken müssen, wo was ist und woher wir unsere ganzen guten alten Farmen kriegen werden. Ah, da ist es. Okay.
hätten wir dieses Rätsel auch gelöst. Zum Abschluss des Videos. Gut, das heißt, wir haben ab jetzt auf dieser Insel einen Bogenschützenschrein, was super ist. Und diese Mauer kann ich noch immer nicht bauen. Aus einem nicht bekannten Grund. Ah, endlich gibst du mir dein Geld. Okay, sehr gut. Perfekt. Gut, dann werden wir das hier mal beenden. Hier kann ich gleich gar nichts bauen. Interessant. Und ja, dann werden wir das nächste Mal mehr oder weniger wieder von vorne unter Anführungszeichen anfangen. In dem Sinne, als dass wir erstmal erkunden müssen, was hier eigentlich abgeht. Wir wissen, dass von links Gegner kommen, heißt nicht, dass rechts nicht auch noch Portale sein können. Vielleicht wieder auf dem Weg zum Dock, das wäre eine Möglichkeit. Außerdem ist natürlich nicht klar, wie viele Portale auf jeder Seite sind. Und ob die Portale uns nicht im Weg sind, bei so Sachen wie dem Holzschrein, den wir vermutlich brauchen werden. Ich meine, ich könnte an sich technisch gesehen jetzt das Schiff reparieren. Die Frage ist, bringe ich es überhaupt bis an den Strand, wenn ich nicht wieder eine komplette Basis baue, mein Haupthaus upgrade und Ritter ausbilde. Und dafür brauche ich wohl oder übel den Schrein, den ich erstmal finden muss. Aber das schauen wir uns alles das nächste Mal an. Bis dahin, danke fürs Zuschauen. Ciao Leute.